Hallo, mein Dharma-Name ist Chinwon Bosal. Ich bin Schülerin von Supreme Matriarch Chikwan, der Pöpsanim, und Dharma-Lehrerin. In meinem sozialen Leben heiße ich Caroline Rüst und bin Logopädin. Ich bin Mitglied des Bern Jungwa Dharmasa. Die heutige Lehrrede handelt von der Tugend des Gebens. Daily Fragrance of the Lotus Flower by Chikwang, the Pöpsanim. 7653, 23. Mai 2013, Lotus Buddhist Monastery. König Yang der chinesischen Liang-Dynastie fragte Bodhidharma, wie viel Tugend er als Kaiser für all die Arbeit, die er für den Dharma getan hatte, ernten könnte. Wie man sich vorstellen kann, antwortete Bodhidharma, keine Tugend. Diejenigen, die noch nicht wissen, was es bedeutet, zu praktizieren, werden normalerweise enttäuscht sein, nachdem sie hören, dass sie trotz der vielen Darbringungen, die sie gemacht haben, keine Tugend angesammelt haben. Aber diejenigen, die Klarheit erlangt haben, indem sie ihre Praxis vertieft haben, werden die Antwort keine Tugend wertschätzen. Bodhidharma antwortete auf diese Art Frage aus der Anschauungsweise eines erleuchteten Wesens. Nichtsdestotrotz verstand König Yang die Tiefe dieser Antwort nicht. Ungeachtet dessen, wie hart er praktizierte, um mehr Verdienst zu erzielen, lag sein Hauptaugenmerk auf seinem eigenen Wohlstand und seinem eigenen Glück. Aufgrund dieses egoistischen Zieles schuf er keine Tugend. Tugend aufzubauen bedeutet genau das Gegenteil. Ohne persönliche Überlegungen etwas darzubringen. Je mehr die eigene Selbstbezogenheit diese Berechnungen trübt, desto geringer wird der Verdienst. Bodhidharma kannte die Wahrheit des Gesetzes des Universums und zeigte durch die Weise, wie er reagierte, aufrichtige Fürsorge für König Yang mit der Absicht, ihn zu retten. Jedoch erkannte der König seine eigene Unwissenheit nicht. Und er war auch kein Mann der großen Liebe und des großen Mitgefühls für andere. Stattdessen jagte er aus Zorn Bodhidharma aus dem Land hinaus. Bodhidharma zog sich daher zurück und suchte Schutz im Sorim-Gebirge, wo er 9 Jahre lang ohne jegliche Sehnsucht, Wünsche oder Erwartungen von ganzem Herzen praktizierte. Er gab sich keinem der 3 Gifte hin und dachte auch nicht an die 5 Begierden. Um diese Zeit geschah es, dass der 2. Patriarch Hega als ein Zeichen des Respekts und Vertrauens für die Lehren Bodhidharmas seinen Arm abschnitt. Nachdem Bodhidharma Hegas wahres und aufrichtiges Verlangen und auch seine Überzeugung, den Dharma korrekt erhalten und übermitteln zu wollen, sah und daran glaubte, gab er ihm die Übertragung. So wurde Hega aufgrund seiner Hingabe und Verpflichtung, allen fühlenden Wesen zu helfen und sie zu retten, der 2. Patriarch. Der Dharma wird tatsächlich von Geist zu Geist übermittelt. Jeder hat diesen Geist, den Bodhidharma an den 2. Patriarchen übermittelte, und kann ihn benutzen.
Aber aufgrund des individuellen Karmas und der individuellen Praxis ist die Natur eines solchen schönen und tiefgründigen Geistes nicht bekannt. Deshalb wird der Dharma an diejenigen übermittelt, die den Geist nicht korrekt halten oder benutzen, damit sie aus der Unwissenheit herauskommen und das Paramita der Weisheit erlangen können. Indem sie diese Klarheit erwerben, verbleiben sie in unendlichem Glück. Der Geist hat keine Form oder selbst Natur. Es wird ihm lediglich der Name der Geist gegeben oder er wird nur so genannt. Jedoch wird die Art, wie man diesen Geist hält, bestimmen, ob man ein Buddha und Bodhisattva wird oder ein fühlendes Wesen bleibt. Der Berg ist ein Berg und Wasser ist Wasser. Aber der Berg sagt nie, ich bin ein Berg. Und das Wasser sagt nie, ich bin Wasser. Indem sie dieses Nichts erkennen, werden sie zu einem großen Praktizierenden. Thank you very much. You got some.